Ich habe Gretchens Lager gefunden. Wahrscheinlich ist sie schon ohne mich vorgegangen. Los, nimm mit. Was ist das? Ein Seil? Ein Gürtel. Okay, hier ist auch noch was. Geröll. Was ist das? Ständig verliert jemand seinen Helm. Ich bin der Helm. Nimm mich mit. So, dann... Da wollte wohl jemand auf Nummer sicher gehen. Ja, ich glaube, die eine Folge schaffe ich noch und dann machen wir erstmal ein Aufnahmeröhrchen, Aufnahmepäuschen. Keine Chance. Eichemass. Eichemassiv? Auch mit Helm käme ich nicht durch diese Barrikade. Ich komme überall durch. Aber mit Feuer. Ich würde damit womöglich alles zum Einsturz bringen. Jetzt hör doch mal auf. Und das funktioniert, oder wie? Hä? Ich ahne schon, was da gleich passiert. Eine alte Erzlore. Völlig hinüber. Hab ich noch repariert. Los geht's! Auweia. Ich kletter da jetzt nicht drin, oder? Ich ahne Schlimmes. Okay. Wir sind angekommen. Okay, ich bin gespannt. Hübsch. Ach, da liegt er. Muss ich mal kurz gucken. Manchmal sieht mir das irgendwie zu fotorealistisch aus, wa? Weil das ist schon cool, hat schon was. Aber ich mag es einfach lieber, wenn es wie ein Spiel aussieht. Es ist soweit. Ich bin gestrandet. Tief unter der Erde, in irgendeiner gottverlassenen Höhle. Es ist eiskalt. Ich kann kaum etwas sehen. An denjenigen, der diese Aufnahme findet, bitte übergeben Sie die Kassette an Miss Beverly. Auch das noch. Batterien alle. Hallo? Hallo Echo. Hallo Hans. So, dann war dann ohne Pickaxe. Eine Spitzhacke, mitnehmen bitte. Wir spielen jetzt Minecraft. Willkommen. Schade. Meine fast perfekte Konstruktion ist auseinandergefallen. Was heißt hier fast perfekt? Ja. Habe ich jetzt die Spitzhacke hingelegt und dafür den Zahnrad mitgenommen? Naja, mir egal. Mal gucken. Sie ist völlig hinüber. Ja, aber hat ihren Zweck erfüllt. Weg mit dem Ding. Okay, ist Annika. Sie ist völlig hinüber. Kann ich auch treten? Nicht vergessen, Kinder. Fahrt nie ohne Helm. Richtig. Ruf mich an, komm ich vorbei, könnt ihr sicher fahren. Völlig porös. Passiert da irgendwas? Es fällt fast aus den Halterungen. Und was fällt da aus den Halterungen? Hau mal ruf da. Eine Gasleitung, das ist gut. Oh, ja.
Bei diesem Ventil fehlt das Rad. Ah. So. Das schaffe ich sogar ohne Schraubenschlüssel. Oh, du bist ja ein Fuchs. Na dann, Wassermarsch. Ist das klug? Muss ich da runterspringen? Vielleicht kann ich mich herüberschwingen? Interessante Formation. Sieht brüchig aus. Hilfe! Wer ruft da? Jetzt wirft er die Spitzhacke hoch, wa? Ja. Ah. Kann ich mich herüberschwingen? Nein, ich muss mich nicht rüberschwingen. Guck mal hier. Steigt ganz schön schnell, oder? Und jetzt? Spitzhacke mitnehmen. Exakt. Einsteigen. Der braucht immer was lange. Gib mir einen Mauszeiger. Wow. Der ist aber schnell. Ich hätte gerne einen Mauspfeil. Ja. Los. Und jetzt hoch da mit dir. Okay, hat er geschafft. Tannhäuser und Gretchen treffen sich endlich wieder. Ne, Tannhäuser? Tannhäuser. Wir sind nicht mehr. Ach, da bist du ja endlich. Du bist ja ganz schmutzig. Halt die Klappe. Bist du etwa den ganzen Weg durch die alte Mine gestolpert? Nee. Darauf muss ich nicht antworten. Auf jeden Fall würdest du mir nie glauben, was mir alles passiert ist. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Musst du mir unbedingt bei Gelegenheit mal erzählen. Ziemlich große Türen haben sie hier. Da soll wohl jemand auf jeden Fall am Betreten gehindert werden. Okay. Es gibt gerade mal zwei Punkte, wenn ich das richtig sehe. Okay, hier ist mal irgendwas. Einmal angucken. Leuchte mal bitte auf die Stelle dort. Okay. Wow. Das sieht aus wie steinzeitliche Höhlenmalerei. Wer hätte damit gerechnet? Eine Gruppe von Strichmännchen, die um eine Art Hexagon herum eingeschlafen ist. Tannhäuser, das ist eine Sensation. Ja. Eingeschlafen, ja. Das hat irgendwie das Licht am Tor aktiviert. Ja, wir müssen noch mehr davon finden. Siehst du, wie sie nachleuchten? Was ist das da drüben? Interessant. Denkst du, was ich denke? Ist das ein Graffito? Was? Hier unten? Schwierig zu lesen, jedenfalls. Siehst du auch das Hexagon? Keine Ahnung. Interessant. Die Inschriften scheinen mit dem Öffnungsmechanismus des Tors verbunden zu sein. Vielleicht eine Art Lichtsensorik? Wir müssen die Tür aufbekommen. Ich habe nachgedacht. Echt? Was ist, wenn nicht jemand am Betreten, sondern etwas am Verlassen gehindert werden sollte? Oh. Finden wir es raus. Ein Öffnungsmechanismus. Los, klick mal auf da. War falsch. Und schon wieder. Okay, muss ich mal da einleuchten. Könntest du noch mal die Höhlenmalerei anleuchten? Macht sie automatisch den anderen wenigstens oder muss ich den jetzt auch noch anklicken? Gibt es da wirklich fünf Stück und. Können wir uns noch mal das Graffito anschauen?
oder was? Was ist das dort? Das glaubst du nicht. Das sind germanische Runen, mein Spezialgebiet. Na schön, was steht da? Oh, bedeutet so viel wie Ehre. Umfremde erwartet dich jedoch nur der Tod. Alles gut, das nehmen wir. Hast du bemerkt, dass das kleine Lämpchen angegangen ist? Ja. Ist schon okay. Was hältst du davon? Krass. Tenhauser, das sind altägyptische Hieroglyphen. Was machen die denn hier? Ich kenne mich damit leider nicht so gut aus. Eine Zeichen links könnte Tor oder Durchgang bedeuten. Gefolgt von dem Zeichen für Tod. Ich wollte gerade sagen, Tod, na, Sklave. Bist du auch langsam neugierig? Ja. Da, noch ein Licht. Wo denn? Ach so. Und hier noch ein... Was ist das dort? Ein Gedingsel. Nur ein Riss in der Wand. Ach so. Aufregend. Genau wie im Werbeprospekt. Kannst du bitte mal da drüben hinleuchten? Hatte ich das schon? Ich glaube nicht, ne? Oh, nur ein Schatten. Hast du schon eine Idee? Kannst du bitte mal da drüben hinleuchten? Ja, da ist was. Ah, interessant. Sieht aus wie eine lateinische Inschrift. Halt dich fest. Da steht frei übersetzt: Weg ohne Wiederkehr. Cool. Ha! Papalapap, ihr Römer. Jetzt sind es 5 Lichter. Was hat das zu bedeuten? Welch Mysterium. Wir drücken mal hier und gucken, was geschieht. Was? Und schon wieder. Jetzt sag mir nicht, ich muss es in einer bestimmten Reihenfolge aufmachen. Mach mal einen Eintrag dazu. Beverly, für einen Moment dachte ich, die Welt hätte mich verloren. Nun, da ich mich aus meiner misslichen Lage befreien konnte, stehe ich mit Gretchen vor einem gigantischen Stahltor. Ich melde mich später mit Details. Ich stehe auf dem Schlauch. Sesam, öffne dich! Wo sind die ganzen Zeichnungen hin? Wow, Glückwunsch! Ich glaube, du hast deine Kultstätte gefunden. Jetzt hältst du mal diese Unschriften. Ich bin die Fänge von Erfolgsmöglichkeiten. Ich habe dein Camp draußen gefunden. Wie geht's weiter? Hier. Was meinst du, warum ist das hier alles so vollgeschrieben? Ich stehe vor einem Rätsel. Diese ganzen Schriftzeichen sind in verschiedenen Sprachen gehalten. Unmöglich von hier unten zu sagen, ob sie auch in verschiedenen Epochen entstanden sind. Ich bin übrigens in die Fänge eines verrückten Wissenschaftlers geraten. Unter anderem. Du bist wohl zu hart auf den Kopf gefallen. Bin ich gar nicht. Nein, wirklich wahr. Weiter unten im Tal ist ein altes Sanatorium. Ich dachte, da wohnt schon lange keiner mehr. Doch, Wissenschaftler. Zumindest einer. Und der hat super verrückte Tests mit mir gemacht. Tests? Genau. Farben angucken. Persönliche Fragen beantworten und solche Sachen. Tenhauser, bist du sicher, dass du nicht einen leichten Hirnschaden davon getragen hast? Eigentlich schon. Ich musste mir sogar die Hose runterziehen und mich bücken. Ich habe dein Camp draußen gefunden. War nicht mein Camp? Ja. Achso. Ich hatte noch auf dich gewartet. Aber als du dir so lange Zeit gelassen hast, bin ich schon mal vorgegangen. Genug geplaudert jetzt. Lass uns eine Lösung finden, wie wir dieses monströse Tor aufbekommen. Gar nicht. Ist kaputt. Jetzt sind die Dinger wieder da, oder wie? Muss wieder eine andere Reihenfolge. Können wir uns nochmal das Graffito anschauen? Wie soll man denn in einer Reihenfolge das kriegen? Zeig mir doch bitte nochmal die lateinische Inschrift. Gibt's doch keinerlei Hinweise, oder? Haben wir irgendwas im Inventar, was uns helfen könnte? Nö, eine Münze und eine Spitzhacke. Ich habe völlig vergessen, wo das alles Könntest war. Könntest du die Taschenlampe nochmal auf die Hieroglyphen richten? Da war noch was.
Könntest du nochmal die Höhlenmalerei anleuchten? Aber wo war die Nummer 5? Können wir uns nochmal das Graffito anschauen? Wie? Und wieder. 5 Lichter. Auch noch, bitte? Ich kann die nur doppelt benutzen? Boah, jetzt zieht das aber ab, ey. Wie lange soll das dauern? War ja klar. Hätte mich auch echt gewundert. Und schon wieder. Dazu hatte ich schon einen Eintrag gemacht. Beverly. Okay, dann kommen wir nochmal hier hin. Also das würde ich ja schon gern noch fertig machen. Und dann, also wenn wir durch die Tür sind, dann mache ich Aufnahmeende. Was ist denn das? Leuchte mal bitte hier oben hin. Das habe ich noch nicht gesehen, okay. Nein, nichts. Achso, da war nichts, deswegen. Ist das ja nicht ein Grafikfehler, oder? Ein Seil, okay. Kletter mal hoch, mein Freund. Was gibt's denn da? Da gibt's ja oben einen Hinweis. Hast du dich etwa abgeseilt? Wie denn sonst? Mit einer Lore durch die Mine fahren? Das sind Hieroglyphen. Das war, glaube ich, nichts. Das war Latein. Das war eine andere. Das war ein Graffiti. 1, 2, 3, 4, 5. Aber in welcher Reihenfolge? 1. Zeig mir doch bitte nochmal die lateinische Inschrift. Kann ich jetzt meine Maus haben? Zeig mir doch bitte nochmal die lateinische Inschrift. Wenn wenigstens irgendwas grün werden würde, dass man weiß, okay, das ist an der richtigen Position. Wird wahrscheinlich auch. Ich hab's nur noch nicht geschafft, mal die richtige zu finden. Nochmal löschen. Hier, B nutzen. Genau, löschen wir alles. Ja, ja. Und schon wieder. Okay, wir fangen mal mit dem hier an. Könntest du die Taschenlampe nochmal auf die Hieroglyphen richten? Sonst müsste ich mir halt aufschreiben. Könntest du mir nochmal dieses Runding zeigen? Runding war das. Könntest du nochmal die Höhlenmalerei anleuchten? Warum kann ich nicht die Taschenlampe haben? Wäre viel besser. Können wir uns nochmal das Graffito anschauen? Könntest du mir nochmal dieses Runding zeigen? Habe ich glaube ich schon in dem Durchgang, ne? 5 Lichter, ja. Jetzt gib mir doch mal die Und Maus! Wieder. Alter, das dauert so ewig lange. Das ist ein bisschen nervig. Ein Öffnungsmechanismus. Ja, dann drück ihn. Und schon wieder. Okay, ich glaube, damit beschäftigen wir uns in der nächsten Aufnahmerunde. Das waren jetzt 3 Stunden, theoretisch 9 Folgen. Wir sind schon recht weit gekommen. Hauptsächlich einfach mal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.